Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft. Wir kommen zum 21. Kapitel in der Offenbarung. Es ist interessant, dass bis zum Kapitel 18 wir eigentlich immer Prophezeiungen gesehen haben, die wir in die Geschichte dieser Welt einfügen können. Von Kapitel 18 bis zum Ende von der Offenbarung bewegen wir uns in unerfüllter Prophetie. Und darum dürfen wir unsere Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Und deshalb hat man so viele Bücher geschrieben über die Offenbarung, von Kapitel 6 an schon, mit allen möglichen Interpretationen, um eigentlich unsere menschlichen Gedanken anzuregen. Und viel davon ist absoluter Blödsinn. Aber wir wollen gleich anfangen mit Kapitel 21. Und hier steht geschrieben, im Vers 1 bis 3, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Eine kosmische Veränderung findet statt. Der Teil des Himmels, wo Sterne, Mond und Sonne waren, wird nicht mehr bestehen. Wir kennen dies als den zweiten Himmel. Der dritte Himmel, wo der Thron Gottes ist, wird erweitert und näher gebracht, und aus ihm werden ein neuer Himmel und eine neue Erde herabkommen. Viel wissen wir nicht darüber, außer dass es kein Meer mehr gibt. Hervorgehoben wird jedoch die Tatsache, dass die Stifthütte Gottes unter den Menschen ist. Gott wird unter ihnen wohnen und sie werden seine Söhne und seine Töchter sein. Menschliche Geschichte, wie wir sie kennen, im Rahmen der Zeit, ist zu einem Ende gekommen. Und eine zeitlose Ordnung hat begonnen. Während dem tausendjährigen Reich, wenn die erste Auferstehung mit Jesus regierte, ist es stets in einem irdischen Jerusalem, wo der König auf dem Thron seines Vaters David sitzt. Denn alles, was von Israel prophezeit ist, muss erfüllt werden. Im neuen Jerusalem ist der Plan Gottes schon zur Perfektion gekommen und gebracht worden. Die neue Ordnung Gottes schließt jedes Detail seines Planes ein. Sei es Israel, die Gemeinde Jesu, Herrlichkeit und Regierung ist in voller Harmonie gebracht. Und dann können wir etwas dazu lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und 28. Vers. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott sei alles in allem. Und dann kommen wir zu Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Tränen, Traurigkeit, Tod, Krankheit, Leid, Schmerz sind Teil unseres Lebens jetzt. Jakobus 4, Vers 9. Und doch finden wir Trost in Jesus. Der Schreck des Todes vergeht, wenn die Erlösung zu uns kommt. Die Krankheit flieht vor dem Glaubensgebet, sobald der Geist Gottes bei uns Einkehr gehalten hat. Sein Versprechen aber ist, dass alles, was traurig macht, nicht mehr sein wird im neuen Jerusalem. Alles, was zur ersten Ordnung gehörte, ist vergangen. Verse 5 und 6. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen.
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers. Umsonst, ohne Bezahlung. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Das letzte Versprechen ist erfüllt. Johannes hat Einsicht gehabt und kann es der ganzen Welt bestätigen, dass Gott sein Wort hält. Der Himmel und die Erde wurden missbraucht, zerstört und beschmutzt durch dämonische Mächte und böse Menschen, dass es unmöglich wurde, sie zu retten. Den Menschen jedoch wurde die Chance gegeben, ihren Geist zu erneuern und dadurch auch verstehen zu können. Alles andere wird dieses Leben nicht überleben, sondern wird aufgerollt wie ein Teppich. Es ist geschehen. Der auf dem Thron sitzt, erklärt sich als der Anfang und das Ende. Er hat die Macht zu schöpfen und ein Ende zu machen an dem, was er geschöpft hat. Und so wird alles Neue den Platz des Alten einnehmen. Am Kreuz rief Jesus aus: Es ist vollbracht. Abraham sah eine Stadt mit Fundamenten, die nicht durch Menschenhände gemacht sind. Und Paulus sah den dritten Himmel. Und wir sehen im Glauben alles durch Jesus Christus, wie es eines Tages neu wird. Und dann kommen wir zu Vers 7 und 8. Und wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen oder der feigen Verleugner aber und der Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und allen Leugnern, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Im Kapitel 2 und 3 steht siebenmal geschrieben, wer überwindet. Es scheint, dass wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir eben überwinden. Hier ist eine große Erbschaft zu erringen. Und Gott gibt uns das Rezept. Jesus sagte zu den Jüngern, dass er weggehen würde, um für sie einen Ort vorzubereiten. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagte er. Und Überwindung kostet jedes Mal einen Preis gegen die Lust des Fleisches. Und jedes Mal, wenn der Test kommt, kommt zugleich auch die Hilfe Gottes. Vorausgesetzt, wir glauben. Da möchte ich noch was lesen. Vom 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lasst versuchen über euch, euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Welche Überwindungen sind die Söhne Gottes? Jeder, der überwindet, der hat ein Ziel vor Augen. Im Himmel. Er wird sich ihrer nicht schämen und wird ihnen die volle Erbschaft vermachen. In Vers 8 gibt er uns eine Liste, auf welchen Gebieten wir überwinden müssen, weil wir sonst in Gefahr stehen oder die Gefahr laufen, in den Pfuhl des Feuers geworfen zu werden. Und dann kommen wir zu Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten voll der letzten Plagen. Und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Im Kapitel 16 der Offenbarung lesen wir von den letzten sieben Plagen, die die Erde treffen würden, vor dem Erscheinen Jesu Christi. Es ist aber im Kapitel vorher, wo offenbart wird, warum diese Plagen ausgeschüttet würden. Die Heiligen, die durch das Tier umgebracht wurden, warteten lang genug auf das Gericht. Sie standen auf dem Glasmeer mit Harfen in der Hand und sangen das Lied des Lammes und des Mose. Nachdem die Plagen erfüllt waren, kam einer der sieben Engel zu Johannes, um ihm die Braut des Lammes zu zeigen. Und dann Vers 10, und er führte mich hin im Geist auf einen großen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Die Braut Christi, das neue Jerusalem,
das vollendete Werk der Menschheit. Nichts kann von Gott gesehen, erhalten oder erhofft werden außerhalb des Heiligen Geistes. Der fleischliche Mensch kann weder hören noch sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ganz am Anfang der Vision des Johannes auf Patmos steht Folgendes geschrieben und ich möchte es gerne nochmal lesen vom ersten Kapitel, Verse 10 und 11. Der Geist kam über mich an des Tag Herrn und ich hörte hinter mir eine Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Ja, es ist Hören und Sehen und im Geist sein. Den Römern in Kapitel 8 schreibt Paulus im zweiten Vers, im achten Kapitel, das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht. Und dann Vers 4, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Unsere Erlösung ist auch nicht auf den Werken des Fleisches aufgebaut, sondern durch eine geistliche Erweckung. Es ist dann dieser Geist, der Johannes auf diesen hohen Berg führt. Es könnte der Berg Zion sein, fern im Norden, wie wir es lesen im Psalm 48. Und dann kommen wir zum Vers 11. Der hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis klar wie Kristall. Jerusalem sah aus wie ein Jaspis, klar wie Kristall. Die Herrlichkeit Gottes füllte die Stifthütte des Tempels und die Herzen der Gläubigen. Jedes Mal, wenn Gott gegenwärtig ist, ist seine Herrlichkeit mit ihm gezeigt. Im neuen Jerusalem wird dieser Zustand beständig sein und keine moderne Beleuchtung benötigt. Auch die Sonne und der Mond und die Sterne werden nicht mehr da sein. Tag und Nacht gehören der Vergangenheit an. Im Johannesevangelium finden wir die Beschreibung des wahren Lichts, welches zu uns kam in der Form von Jesus Christus. Lasst es uns lesen. Johannes Kapitel 1, Verse 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschheit. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dann Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Jesus war und ist heute noch das einzige Licht, welches die Seelen der Menschen erleuchten kann. Und ohne dass jemand fähig ist, es auszulöschen. Das Licht Gottes bringt und behält für uns das ewige Leben. Als Simeon im Tempel das Jesuskind in die Arme nahm, kam der Heilige Geist über ihn und er sprach im Lukas Kapitel 2 und Vers 32, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Er sah für einen Augenblick das Licht, welches das neue Jerusalem beleuchten wird. Ist wunderschön. In der antiken Beschreibung des Jaspis könnte es ein leicht grüner, aber transparenter Stein gewesen sein, der auch das Malzeichen des Stammes Naphtali war. Das Licht war durchsichtig und zeigte, dass alles rein war, ohne Sünde. Verse 12 bis 13. Und hatte eine große Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israels. Von morgen 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, vom Abend 3 Tore. Die Braut des Lammes sieht mehr und mehr aus wie Israel in ihrer Zusammensetzung und Funktion. Die Gemeinde Jesu, aber sein Körper, ist eins mit Christus geworden, um die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Im Kolosserbrief, Kapitel 1 und Vers 18 lesen wir, und er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn die Gemeinde Jesu erwähnt wird im Zusammenhang als Braut, ist es mehr die Liebe, die zwischen den Vermählten besteht, als die reine Funktion, welche aus eigentlich Israel uns gezeigt wird. Oder die Symbolik des neuen Jerusalems lehnt sich eher gegen Israel. Wir müssen deshalb nochmals darauf hinweisen, dass Israel und die Gemeinde verschiedene Aufgaben haben.
Beide sind im Plan Gottes eingeschlossen und erfüllen Funktionen, die weiter reichen als unsere individuellen Persönlichkeiten. Ein Mitglied der Gemeinde kann zugleich ein Sohn Jakobs sein und beide Ämter belegen zur gleichen Zeit. Zugleich können wir Mitglieder eines anderen Volkes sein und trotzdem der Gemeinde Christi angehören. Israel und alle Völker haben sich gegenseitig nötig und beide werden gebraucht, um Gottes Plan zu erfüllen. Israel ohne Nationen könnte nicht verschieden sein von den anderen, wären keine anderen da und die Nationen hätten kein Vorbild, gäbe es kein Israel. Wir könnten zum Beispiel Familienvater und Parlamentarier sein zur gleichen Zeit. Im neuen Jerusalem ist jedoch alles zur Vollkommenheit gebracht worden, wenn Gott von seinen Kindern oder von seinem Volk sprach. Im Alten Testament war immer Israel gemeint. Der Auftrag war ihnen gegeben, eine göttliche Regierung auf Erden auszuführen, mit Gott als Oberhaupt oder als König. Sie enttäuschten ihn und wollten einen irdischen König haben. Sein Sohn kam auf Erden, um aus allen Völkern Menschen zu suchen, die er gebrauchen konnte als Regierungsbeamte für seine Zeit auf Erden während dem Millennium. Sie werden mit Jesus das vollbringen, was Israel nicht vermochte, ohne Messias. Eine perfekte Regierung wird von da ausgehen. Die Zahl 12 haben wir zuvor schon besprochen und gesehen, dass sie ein Symbol einer Art von Regierung und Ordnung ist. Die 2x12 gleich 24 Ältesten, die 12 Stämme Israels, die 12 Apostel des Lammes, 12.144.000 auf dem Berg Zion. In unserem Vers treffen wir dann zuerst auf die 12 Tore der Stadt. Wenn jemand im Tor der Stadt saß, hatte er in biblischer Zeit ein Amt als Ratsmitglied oder als Richter. Lot zum Beispiel saß im Tor von Sodom. Mordecai saß im Tor in Susa und so weiter. Die Tore im neuen Jerusalem sind nach den 12 Geschlechtern Israels genannt. Ein Hinweis, dass es wirklich diese sind, die die Regierung besetzen. Die 12 Engel sind dazu da, um ein Auge auf die Regierung zu halten und sie zu beschützen. Engel werden auch in dieser neuen Ordnung eine große Rolle spielen und werden in totaler Harmonie mit der verherrlichten Menschheit leben. Wir können zurzeit noch nicht alles verstehen, aber das Wort Gottes hat uns zum Teil schon etwas offenbart. Da werden 3 Tore auf allen Seiten sein, wo der Wille Gottes in alle Himmelsrichtungen fließen wird und so auch fortgetragen durch seine gehorsamen Diener. Es wird schwer zu verstehen, dass unsere täglichen Unzulänglichkeiten in einem Augenblick perfekt gemacht werden in Jesus Christus. Unser irdisches Leben scheint ein unscheinbarer Schatten zu sein von dem, was uns erwartet. Und dann kommen wir zu Vers 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Maßstab. Ein goldenes Rohr, das er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauern. Die Apostel des Lammes haben 2 spezielle Funktionen. Zuerst mussten sie das Evangelium verbreiten von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria und in die ganze Welt. Und dann werden sie nach der Auferstehung zu Israels Richter gewählt. Matthäus 19, Vers 28. Hat Israel auch eine andere Aufgabe als die Gemeinde Christi, so haben doch beide die gleichen Fundamente. Jude und Heide in Jesus sind beide auf dem gleichen Fundament platziert. Epheser 2, Verse 19 bis 22 steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund. Also auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau
ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Fundamente des neuen Jerusalems sind durch die Hand Gottes gelegt, so auch in uns als individuelle Personen. Im 1. Korintherbrief, Vers 11 und Kapitel 3 lesen wir einen anderen Grund. Also andere Fundamente kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Der Grundstein ist Jesus Christus und er bleibt es. Diese Fundamente sind gerechtes Gericht durch Jesus Christus. Das goldene Rohr sagt uns, dass nie etwas zu Gottes Plan zugefügt werden kann. Das Maß ist beständig. Im Kapitel 11 war der äußere Hof noch nicht gemessen. Viele Menschen mussten noch erlöst werden. Die Zahl war noch nicht voll. In unserem Kapitel 21 gibt es keine Evangelisation mehr. Alles hat sein volles Maß erreicht. Dann Verse 16 bis 17. Und die Stadt liegt viereckig. Und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr auf 12.000 Feldwegs. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und es maß die Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Wenn wir diesen Text lesen, können wir unseren Menschenverstand kaum zumuten, dass es sich hier um jegliche Tradition im Städtebau handelt. Weil die 12.000 Feldwegmaße sind 2.160 Kilometer lang, breit, lang und hoch. Zement und Stein kann unmöglich so etwas erreichen und zusammenhalten. Die Mauer jedoch ist mit Menschenmaß gebaut, 65 Meter hoch. Das können wir verstehen und das andere warten wir einfach ab, bis wir es sehen mit unseren eigenen Augen. Und dann kommen wir zum Vers 18. Und ihre Mauer war aus Jaspis, die Stadt aus reinem Gold, gleich dem reinen Glase. Könnte es auch aus gleichem Material gemacht sein, wie der Jaspis in Vers 11 könnte sein? Dann könnte man durch sie sehen. Alles ist sichtbar und unverborgen. Die Stadt ist kubisch und aus reinem Gold gemacht, so rein, dass es wie Glas erscheint. Unsere Erde im Vergleich hat nur Spurelemente solcher Mineralien, welche dann im neuen Jerusalem zur Norm werden. Solch reines Gold kann nur Gott uns geben. Im dritten Kapitel unseres Buches, im Brief an die Gemeinde zu Laodicea, lesen wir Folgendes. Vers 18, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist. Im Kontrast zu dem schreibt Paulus im 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 7, vom vergänglichen Gold, das wir hier auf Erden finden. Und dann kommen wir zu Verse 19 bis 21. Und die Grundsteine der Mauer und der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon. Der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen und ein jegliches Tor war von einer einzigen Perle und die Gassen der Stadt waren aus lauterem Gold, wie durchscheinendes Glas. Unwahrscheinlich, unbegreiflich. Die zwölf Apostel, welche die zwölf Richter Israels wurden, haben ihre Namen in den Fundamenten der Stadt eingraviert. In biblischen Zeiten kannte man keinen Beton und Gebäude wurden entweder auf Felsen gebaut oder Fundamente wurden gegraben und große Steine in den Graben gerollt, um den Mauern Stabilität zu verleihen. Hier aber werden die Fundamente
mit Edelsteinen ausgelegt oder geschmückt. Jeder Edelstein hat seine Bedeutung und symbolisiert eine bestimmte Eigenschaft der Reinheit Jesu Christi. Prophetisch gesehen sehen wir, dass in den Edelsteinen, die im Priestergewand festgenäht waren, ein jeder einem Stamm Israels gegeben wurde und so repräsentiert. Die 12 Stämme sind auf die Tore geschrieben, welche aus Perlen gemacht sind, und zwar jedes Tor aus einer einzigen Perle. Perlen entstehen durch ein irritierendes Sandkorn in der Muschel. Eine ähnliche Irritation geschieht in unserem Leben, wenn wir von Sünden überzeugt werden. Es ist dieses unangenehme Gefühl, das uns zur Buße führt. Und Buße ist der Anfang der Perle. Jesus hat Gleichnisse erzählt, die uns verstehen lassen, wie wertvoll eine Perle sein kann. Matthäus 13, Verse 45 bis 46, da steht geschrieben: Abermals ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Durchaus in unserer Dispensation ist das Konzept Israels ein irritierendes Sandkorn. Am Ende, wenn die Schale aufgemacht wird, finden wir eine Perle. Es wird so viel über Israel geschrieben und spekuliert, dass es wirklich eine Irritation geworden ist. Im Römerbrief 11 und Verse 26 bis 28 steht: Und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht im Jesaja 59, Vers 20, wie in Jeremia 31 und Vers 33. Es wird kommen aus Zion ein Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach Gottes gnädiger Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Und dann Verse 22 bis 23 in der Offenbarung: Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Wenn wir die Bibel sorgfältig lesen, finden wir eine progressive Entwicklung, die darauf hinweist, wie Gott und Mensch sich nähern. Am Anfang sehen wir, wie Adam und Eva sich mit dem Herrn unterhielten im Garten Eden. Dann kam der Sündenfall und damit öffnete sich ein unüberwindbarer Graben zwischen Gott und dem Menschen. Die Situation verschlechterte sich, bis schließlich der Kelch überlief und die Strafe der Sintflut die Menschheit traf. Während am Anfang die Söhne des dritten Sohnes Adams, nämlich Seth, noch den Namen des Herrn anriefen, war es doch nicht lange, bis sie sich verheirateten mit den Töchtern aus der Linie des ungläubigen Kain. Und am Ende war nur noch Noah als gottesfürchtiger Mann zu finden. Und nach der Flut baute Noah einen Altar, um Gott zu opfern, aber Gott war noch fern. Erst viel später, in der Wildnis, baute Israel eine Stifthütte, wo Gott sein konnte. Moses folgte einem himmlischen Muster, um den Tabernakel, die Stifthütte, zu bauen. Und später konstruierte Solomon einen Tempel in Jerusalem, sodass der Herr seine Herrlichkeit dort niederlassen konnte. Und dann kam Paulus und beschrieb die Wohnung des Herrn als die Gemeinde Christi und den individuellen Gläubigen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, hat er geschrieben. Gott ist wieder nahe an den Menschen gekommen durch das Blut Jesus. Und im Tempel zerriss und in derselben Stunde Jesus seinen Geist aufgab am Kreuz. In unserem Vers werden wir zum letzten Schritt begleitet. Der allmächtige Gott ist der Tempel und das Lamm. Dann Verse 24 bis 27: Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden die Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen
des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und die Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Und wird nicht hineingehen irgendein Unreines. Und nicht der da Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Na, die englische Übersetzung in King James sagt es folgendermaßen: Und die Völker von denen, die erlöst sind, wandeln in ihrem Licht. Ja, in der Bibel finden wir drei Kategorien der Erlösten. Die ersten, die alttestamentlichen Heiligen wie Seth, Henoch, Noah, Abraham, Mose, Gläubige, Israeliten etc. Diese haben im Glauben in die Zukunft gesehen, dass Gott einen Erlöser schicken wird. Sie haben geglaubt. Die neutestamentlichen Heiligen ist die zweite Kategorie, welche ihr Leben an Jesus gegeben hat, während unserem Zeitalter, mit dem Rückblick auf das Kreuz. Und die dritten, die Gläubigen des Millennium, welches an Jesus festhalten, auch nachdem der Teufel nochmals freigelassen wird. In jeder Dispensation werden wir solche finden, die mehr oder weniger Lohn empfangen werden. Vom König bis zum einfachen Mitglied oder Fußvolk. Es ist vielleicht auch interessant zu ergründen, was Gottes Konzept einer Nation oder eines Volkes ist, gegenüber dem, was der Mensch darunter versteht. Gott hat Menschen auserwählt, die Väter der Völker zu werden. Wir haben Namen wie Abraham, Jakob, Ismael, Esau im Zusammenhang erwähnt. Ja, Satan hat die Menschheit inspiriert, um die Nationen und die Völker zu vermischen. Aus dem Grunde, dass keine Völker da sind, um sie zu richten. Auf jeder Ebene. Zum Beispiel in Afrika und Südamerika haben die Kolonialisten die Länder so geografisch aufgeteilt und Grenzen gesetzt, welche nur Elend bringen konnten. In der antiken Geschichte haben wir Nebukadnezar, der die Völker zerteilt hat, um sie besser zu beherrschen. In Europa geschieht heute wieder dasselbe. Die Grenzen werden geöffnet, um alles zu vermischen. Die größte Gefahr ist die Religionsvermischung. Israel zum Beispiel wurde unter die Völker gesät als Strafe, um ihnen den Vorteil ihrer Nationalität zu nehmen. Gott selbst wird die Völker wieder zusammenfügen, während des Millenniums. Aus jedem Volk hat Gott sich solche ausgesucht, welche sich nicht verführen lassen. Um es werden jene sein, die freien Zugang haben zum neuen Jerusalem. Denn sie werden im wichtigsten Buch aller Zeiten vermerkt sein, in dem Lebensbuch des Lammes. Es ist eine freie Gabe Gottes, ohne menschliches Zutun. Nur reiner Glauben an Jesus Christus bewegt die Schreibfeder Gottes. Und das ist Kapitel 21. Ein bisschen viel auf einmal, aber gut zum Verdauen. Gottes Segen sei mit euch. Amen.